Welche Menschen sprechen dich bezüglich eines Aufenthalts im Dunkeln denn so an? Oh, das ist eine sehr große Bandbreite an Interessen und Menschen, die zu mir kommen und mich darauf ansprechen, ob der Aufenthalt in der Dunkelheit ihnen dienlich ist. Das sind Fach- und Führungskräfte, die beruflich einen Fortschritt erzielen wollen, die ihr Potenzial entfalten wollen. Manche haben so eine Ahnung, okay, da gibt es bestimmt noch was, was in mir schlummert, das würde ich gerne verfolgen oder aufdecken. Da kommen Menschen zu mir. Dann sind es auch Menschen, die in einer Lebenssituation sind, wo sie nicht zufrieden sind, wo sie mal innehalten wollen, sich eine Auszeit geben wollen. Ja, wie geht es denn jetzt die nächste Zeit, das nächste Jahr oder die nächsten Jahrzehnte weiter? Soll das denn so bleiben, wie es ist? Und das kann sein beruflich, das kann sein mit den eigenen Kindern, das kann sein im Freundeskreis oder mit einer Beziehung. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Mhm. Oder nicht Ansätze, sondern unterschiedliche Ausgangssituationen, mit denen Menschen dann zu mir kommen. Ja, und dann gibt es eben auch Menschen, die sagen, okay, ich möchte mehr über mein Innenleben reflektieren. Ich möchte eine Situation haben, in der ich, ja, manche sagen meditieren, manche sagen Exerzitien. Ich sage einfach, das Innenleben mal anschauen. Mhm. Und das geht eben in der Reizarmut der Dunkelheit am einfachsten. Natürlich kann ich mich auch zu Hause in ein Zimmer setzen und reflektieren, aber spätestens nach der einen oder anderen Stunde will ich was essen oder das Telefon klingelt und bin dann schon wieder draußen. Mhm. Und beim Aufenthalt in der Dunkelheit ist es was anderes. Und genau das erkennen schon sehr viele Menschen, dass es eine Rahmenbedingung ist, die es erleichtert, auf das eigene Innenleben zuzugreifen, das zu verstehen. Dazu brauchen wir natürlich auch Handwerkszeug. Manche haben das schon, manchen gebe ich das dann auch weiter, sodass sie dann mit meiner Hilfe das dann auch sehr gut wahrnehmen und integrieren können, um dann Erkenntnis zu gewinnen, die ihnen dann im Leben weiterhilft. Oder wenn jemand den Wunsch hat, eine größere Verbundenheit zur Natur, zur Schöpfung, zur Spiritualität zu bekommen. Das heißt, die Menschen kommen mit völlig unterschiedlichen Ansprüchen und auch Zielsetzungen zu dir. Genau. Und während dieser Aufenthalte stehst du ihnen ja auch immer mit Gesprächen zur Seite. Genau. Das heißt, da steht das Innenleben des Teilnehmers im Vordergrund. Und ich gebe in dem Sinne von der Struktur einen Rahmen. Das heißt, sowohl nach außen hin von der Dunkelheit und mit Essen und Trinken, aber auch von der Art und Weise, wie das verarbeitet und integriert wird, was derjenige erlebt hat. Und ich stehe den Teilnehmern eben dann zur Verfügung, über diese Erfahrung zu reflektieren. Diese Struktur habe ich als sehr hilfreich empfunden bei mir selbst, wenn es darum geht, was mache ich denn, wenn unangenehme Emotionen hochkommen. Da kann man anhand einer gewissen Struktur diese anschauen, reflektieren und integrieren. Und nicht, wie es oft genug im Alltag ist, so ein Stück weit zur Seite schieben und das zu ignorieren. Also da gebe ich dann eine Struktur vor, in der sich jemand bewegen kann. Mhm. Aber nicht in der Form, dass ich sage, oh, das ist aber gut, dass du so denkst, oder das ist nicht gut, dass du so denkst. Das ist dann völlig außen vor. Mhm. Gibt es Vorbehalte bei den Leuten, die sich für den Aufenthalt in der Dunkelheit interessieren? Naja, Vorbehalte, weniger sind mehr so ungeklärte Fragen. Und natürlich, weil es völliges Neuland für die meisten ist. Das fängt an mit Essen und Trinken, das geht weiter über Hygiene, das ist dann auch, was mache ich denn die anderen 18 Stunden, wenn ich denn einige Stunden schlafe? Und diese Vorbehalte oder berechtigte Fragen, möchte ich sie nennen, die beantworte ich dann gerne. Da habe ich eigene Erfahrungen, das kann ich dann entsprechend entkräften. Wenn ich so in der Dunkelheit bin, werde ich ja sicherlich auch mit meinen eigenen, ich nenne es mal Schatten, konfrontiert.
Sind das auch so Fragen, die an dich herangetragen werden, bevor jemand in die Dunkelheit geht? Ja, wenn jemand Zweifel hat, ob er genug Handwerkszeug hat, um in den eigenen Schatten mit dem, was als Blockade in einem vorhanden ist, noch nicht gelöst ist. Mhm. Ja, also wenn er da einfach Zweifel hat, dann kann ich das entweder im Vorfeld in Form eines Workshops oder Gespräches denjenigen unterstützen oder zusätzlich eben in der Dunkelheit dann täglich eine Stunde für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Mhm. Und dann vermittle ich entsprechendes anhand der konkreten Erfahrung, und dadurch ist das Lernen sehr effektiv und geht sehr schnell für den Teilnehmer. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich mit einem konkreten Thema in die Dunkelheit gehe, dass da auch eine gewisse Angst vor Veränderungen in mir ist. Na gut, die Angst vor Veränderung hat ja jeder Mensch. Mhm. Auch ich in kleinem Maße oder in großem Maße, das ist ja was ganz Natürliches. Es ist doch viel behaglicher, in der wohligen Umarmung der Gewohnheit zu verharren, als sich jetzt in Neuland zu begeben mit dem Risiko, dass es vielleicht etwas ist, wo man sich nicht so ganz wohl fühlt, wo man noch unsicher ist, zum Beispiel ein Berufwechsel, ja, in der bisherigen Branche, im bisherigen Beruf, da hat man Erfahrung gesammelt, kann sich selbstsicher bewegen, und wenn man jetzt von Neuem anfängt in einer anderen Firma, anderen Branche oder sogar anderen Beruf, dann ist erstmal das große Fragezeichen, wie wird das? Werde ich das gut hinkriegen? Wie lange ist die Übergangsphase, wo ich oder bis ich mir entsprechende Kompetenz angeeignet habe? Mhm. Aber das ist eine natürliche Erfahrung, und das kann ja auch wieder eine sinnvolle Phase sein zum Reflektieren. Ja, wenn ich in dem Bereich Schwierigkeiten habe, wie geht es denn dann in anderen Bereichen, wenn ich Angst vor Veränderungen habe? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jemand Angst vor Veränderungen beruflich hat, dann ist es auch oft im privaten Bereich so. Das muss nicht unbedingt Beziehung sein, das kann auch Freundeskreis sein, das kann auch ein neuer Wohnort sein oder Wohnung oder Haus verkaufen und woanders in derselben Stadt was Neues aneignen oder kaufen. Das betrifft ja viele Lebensbereiche. Mhm. Wie sieht es mit der Angst vor Kontrolle aus, oder Kontrollverlust besser gesagt? Wenn ich ins Dunkle gehe, gebe ich davon ja schon ganz viel her, weil ich ja eben nicht mehr sehen kann. Ja, das sind ja einmal diese äußeren Reize, die wegfallen, sprich diese Reizarmut. Das ist ein Teil der Kontrolle. Aber was ich als für mich persönlich, und so berichten mir das andere auch, als sehr angenehm empfinden, diese kognitiven Filter, diese Kontrolle des Verstandes, das schrumpft ganz automatisch. Und das wird aber als so auch von mir und anderen als sehr positiv erfahren. Natürlich, wenn jemand aufgrund der von Kindheitserfahrungen Angst vor der Dunkelheit hat, das kann man insofern natürlich nicht pauschal entkräften. Also das ist dann erstmal so existent. Aber da kann man schauen, was kann man im Vorfeld vor dem Aufenthalt in der Dunkelheit tun, um sich diesem Thema zu nähern, um zu schauen, ja, gibt es vielleicht eine Kindheitserfahrung, die nochmal angeschaut werden sollte, um das Thema generell aufzulösen. Mhm. Aber um es vorweg zu sagen, ich habe ja, oder ich biete es dem Teilnehmer auch an, eine Taschenlampe an einem bestimmten Platz zu deponieren, sodass jemand auf jeden Fall auch weiß, okay, wenn ich Licht haben will, dann kann ich sofort darauf zugreifen. Oder im schlimmsten Fall der Fälle eben auch ein Hausnotruf. Da bekommt der Teilnehmer diesen Hausnotruf entweder umgehängt oder ans Handgelenk befestigt, und da kann er jederzeit das betätigen, und dann komme ich, und dann können wir über die Erfahrung sprechen. Das heißt, du bietest deinen den Teilnehmern für die Dunkelerfahrung auch immer an, Gespräche vorher, Gespräche nachher. Ja, auf jeden Fall. Allein schon, um einzuschätzen, wie wird derjenige wahrscheinlich mit der Dunkelheit umgehen? Gibt es vielleicht Rahmenbedingungen, die ich schaffen muss, damit derjenige sich wohlfühlt? Oder gibt es dann auch Rahmenbedingungen, wo ich sagen kann, also wenn jemand so viel Angst hat oder so viel Unsicherheit
lebt und so wenig Handwerkszeug hat, um mit dem inneren, mit den inneren Erlebnissen umzugehen, dann macht es keinen Sinn, an so einem Aufenthalt in der Dunkelheit teilzunehmen. Ich verstehe. Danke dir.